Sinn gibt gestohlene Uhren trotz Nachfrage zum Verkauf frei. So oder so ähnlich konnte man verschiedene Äußerungen in Foren interpretieren, die in der letzten Zeit dort geschrieben waren. Ich habe bei Sinn mal nachgefragt, was es damit auf sich hat. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich hatte anfangs erwähnt, dass in Foren, einem speziellen Forum, es einen Bericht gab über eine gestohlene Uhrensammlung, die Sinn auch als gestohlen gemeldet worden ist und Sinn diese dann als ein Händler, dem die Uhren angeboten worden sind, nachgefragt hatte, zum Verkauf freigegeben haben soll. Um es vorweg zu sagen, zu diesem konkreten Fall habe ich keine Auskunft bekommen, da es sich hier um eine Diskussion zwischen einer privaten Person und Sinn handelt. Ich kann das verstehen. Ich kann insofern also auch nicht sagen, wer hier recht hat, wo etwas falsch verstanden worden ist, wo vielleicht Emotionen eine Information subjektiv beeinflusst haben oder aber auf der anderen Seite vielleicht ein Statement nicht hundertprozentig klar formuliert war. Diesen Fall habe ich aber zum Anlass genommen, mit Sinn länger über dieses Thema gestohlene Uhren zu sprechen. Ich habe mit Sinn und dort mit einer sehr berufenen Stelle gesprochen und wir haben uns sehr lange und ausführlich über das Thema gestohlene Uhren unterhalten. Um es vorwegzunehmen, das offizielle Statement von Sinn ist, dort werden keine Listen über gestohlene Uhren geführt und es wird auch nicht überprüft bei Sinn selber, ob eine Uhr als gestohlen oder verloren gemeldet wurde, wenn sie dort zur Revision vorgelegt wird und Privatpersonen wird auch am Telefon keine Auskunft darüber erteilt. Es mag hier Ausnahmen geben für extrem langjährige Stammkunden, aber grundsätzlich gibt es darüber keine telefonischen Auskünfte. Ich komme noch später darauf zurück, warum das so ist. Der beschriebene Prozess ist die aktuelle Regelung bei Sinn und Sinn ist sich durchaus bewusst, dass das für Kunden nicht in jedem Fall wirklich zufriedenstellend sein kann. In der Vergangenheit ist das vielleicht auch einmal anders gehandhabt worden, aber aus den Gründen, die ich erläutert habe und noch erläutern werde, ist diese vergangene Handhabung umgestellt worden. Die internen Anweisungen und Prozesse werden kontinuierlich überprüft, wobei auch, und das wurde mir am Telefon versichert, auch das Kundenfeedback einfließt. Das heißt, die Kundenwünsche, Anregungen, Gedanken haben durchaus Einfluss darauf oder können Einfluss darauf haben, wie Sinn das zukünftig handhabt. Aktuell bestehen allerdings keine Pläne, die bestehende Regelung zu ändern. Ich habe relativ viel recherchiert um das Thema, weil meine Wahrnehmung und meine Vermutung war eine gänzlich andere. Ich hatte gedacht, dass die Hersteller ein Eigeninteresse daran haben, diese Listen vorzuhalten als Kundenservice und auch damit die Uhren nicht so leicht als Diebesgut den Besitzer wechseln können. Das ist aber gar nicht so. Ich habe im Internet recherchiert, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, habe auch bei der Polizei angerufen und möchte euch das jetzt alles ein klein wenig darlegen. Zunächst einmal, die grundsätzliche Empfehlung von Sinn ist, wendet euch an die Polizei. Die Polizei ist der erste Ansprechpartner, ist der zentralste Ansprechpartner und ist auch in aller Regel der Ansprechpartner, der als erstes Informationen bekommt. Ausnahmen mögen hier die Regel bestätigen. Ich habe daraufhin bei der Polizei angerufen. In Frankfurt gibt es eine Sonderkommission, die sich um den Diebstahl von Schmuck, Wertgegenständen, Uhren beschäftigen. Man hat mir dort sehr bestimmt, sehr freundlich, aber sehr unmissverständlich gesagt, dass ich als Privatperson keine Auskunft darüber bekomme, wie diese Daten vorgehalten werden, wie sie innerhalb Deutschlands oder auch Europas verteilt werden, wer darauf zugreifen kann, einfach um Dieben keinen Einblick darin zu geben, wie gut oder wie schlecht, ich kann es eben nicht beurteilen, die Polizei hier aufgestellt und vernetzt ist. Tatsache ist aber, es gibt für diesen Bereich Wertgegenstände, wertvollen Schmuck, Uhren, eine Sonderkommission, die sich ausschließlich damit beschäftigt. Und ich hoffe, dass man davon ausgehen kann, dafür dann auch entsprechende Mechanismen aufgesetzt hat. Dann habe ich geguckt, was machen andere Uhrenhersteller. Man hört immer wieder, Audemars Piguet
Die veröffentlicht die Liste auf ihrer Homepage. Rolex hat solch eine Liste, aber das machen nur die Premium-Marken. Ich habe da mal gesucht und ich habe keinen Hersteller gefunden, der heute noch eine solche Liste veröffentlicht. Im Gegenteil, die Diskussionen um dieses Thema herum gehen alle in die Richtung, dass die Hersteller vorsichtiger werden. Dass Auskünfte, wenn sie denn überhaupt erteilt werden können, nur noch bei Vorlage der Uhr erteilt werden und nicht mehr auf Anruf und nicht mehr einfach so auf dem Fax, E-Mail. Der Hintergrund ist, dass immer mehr Uhren immer besser gefälscht werden, dass reale Seriennummern auf gefälschte Uhren aufgebracht werden und wenn ich dann noch über einen Anruf herausbekommen könnte, wann wurde die Uhr verkauft, wie ist die Revisionshistorie und diese Daten zu einer gefälschten Uhr hinzufügen kann, kreiere ich eine Story, eine Geschichte, die einen Fake immer besser und immer leichter verkäuflich macht und ich denke mir, das ist einer der Gründe, weswegen die Hersteller die Überprüfung nicht mehr so einfach übers Telefon machen, sofern sie überhaupt Listen vorhalten. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch mit Sinn. Sie sagten, sie halten die Listen nicht vor, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, sie können gar nicht sicher sein, dass die Liste, die sie haben, vollständig ist. Das heißt, wenn jemand anfragt und sagt, ist die Uhr gestohlen? Und man würde sagen, unseres Wissens nach nicht, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass unseres Wissens nach vergessen wird und nur das nicht wahrgenommen wird, wobei diese Aussage kann von dem Hersteller überhaupt nicht verlässlich getroffen werden, weil eben nicht alle Informationen vorliegen. Ein zweiter Grund, weswegen diese Liste nicht gepflegt wird, ist, dass sobald Uhren an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden, weil sie als Diebesgut gefunden wurden oder eine als verloren gemeldete Uhr wiedergefunden wurde, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Änderung dem Hersteller dann nicht mehr mitgeteilt wird. Aus der emotionalen Betroffenheit heraus, aus der Freude, vielleicht wurde auch einfach vergessen, dass man dem Hersteller das als Verlust gemeldet hat. Und wie soll dann ein Hersteller damit umgehen? Ihm wird eine Uhr vorgelegt, die auf seiner Verlustmeldung steht. Hält er die Uhr fest? Fragezeichen. Mit welcher Berechtigung? Schaltet er die Polizei ein? Was ja dann gegebenenfalls für den dann wieder rechtmäßigen Besitzer zu einem Unbill werden kann, wenn die Polizei nachfragt, hier ist eine Uhr als gestohlen gemeldet oder als verloren gemeldet. Kannst du nachweisen, dass du der rechtmäßige Besitzer bist? Im Falle eines Diebstahls mag die Polizei darüber vielleicht selber Unterlagen haben. Im Falle einer Verlustmeldung wird es schon schwieriger. Wie soll ich nachweisen, dass ich die Uhr gefunden habe? Also das sind alles Fragen, die ich durchaus nachvollziehen konnte, auch wenn sie für mich als Uhrenbesitzer natürlich in einem gewissen Rahmen unbefriedigend sind, wenn der Hersteller sagt, ich kann hier keinen Support liefern, ich kann hier nicht unterstützen. Der erste Ansprechpartner ist die Polizei und muss die Polizei sein. Sinn sagte auch, dass dieses Verfahren den Händlern bekannt ist, dass die Händler eigentlich wissen müssten, dass diese Informationen ausschließlich über die Polizei verlässlich gegeben werden können. Ich habe das so notiert, fand es sehr interessant, weil das für mich einfach eine neue Perspektive war. Parallel dazu gibt es aber im Internet unterschiedliche Datenbanken, in die man verlorene und gestohlene Uhren einmelden kann, wobei einige davon eine Gebühr verlangen, wenn man Abfragen macht. Insofern bin ich nicht 100% sicher, inwieweit das kommerziell betriebene Angebote sind, die tatsächlich auch einen Mehrwert liefern und nicht nur abzocken wollen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da kein Geld investiert. Das war es mir persönlich die Sache nicht wert. Ja, ich glaube, dass das für viele von euch auch neu ist und wenn ihr mal in diese missliche Lage kommt, dass euch etwas gestohlen wurde oder etwas abhanden kommt und ihr es dem Hersteller melden wollt, vielleicht seid ihr jetzt sensibilisiert und fragt etwas genauer nach, was denn mit dieser Meldung genau gemacht wird und was genau euch an Hilfe zuteil werden kann. Denn die Aussage, wir unterstützen dich, kann auch nur bedeuten, wir kooperieren mit der Polizei.
wir selber tun aktiv seitens des Herstellers nichts. Insofern ist es vielleicht wert, dann einmal genau nachzufragen, welche Erwartungen man in die Unterstützung des Herstellers setzen kann und welche nicht. In diesem Sinne, euer Watchmaxel.